Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Es geht wieder weiter. Wir sind hier in Soras Domain unterwegs und ich finde gerade die Musik ist ziemlich laut, aber hey, wird schon irgendwie gehen. Wenn nicht, passe ich das im Nachhinein ein bisschen an. Gut, ja. Und wir gehen heute mal in die Höhle rein. Wir haben jetzt das Gebiet hier so halbwegs erstmal auf den Kopf gestellt. Und eigentlich ist hier eine Fee drin, ne? Aber, ja okay, da ist auch eine Fee, aber was? Hä? 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 Das ist schon wieder Lord Jabu Jabu. Ach nee, warte mal. Aber wir sind jetzt hier oben rausgekommen. Okay, verstehe. Warte mal, erstmal reden wir mit der Fee. Was hast du denn für Infos für uns? Okay, also... Ja gut, das Gebiet ist ja eh abgeschlossen mit dem Sliding, mit dem Eissliding, ne, aber... Buki? Wer ist Buki? Wer ist Buki? Your favorite blue item will be very handy in this level. Hä? Mein favorite blue item? Was ist mein favorite blue item? Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal hier hochgekommen, ne? Von der Höhle hier unten sind wir jetzt quasi nach hier oben geportet worden. Ja, gucken wir mal, was sich ergibt, wenn wir hier weitergehen. Oh shit, hier sind die Schuhe. Okay. Hier komme ich nicht hoch. Da ist ein Schalter, oder? So. Meine Güte, ich brauche hier echt viele Eier. Alter, Banjo, jetzt treff doch mal. Kann man die eigentlich nur mit Eiern besiegen? Was ist denn das hier? Hä? Ah, okay, ich habe echt wenig Zeit dafür, okay, verstehe. Oh Gott, ich muss auch mega weit jumpen. Okay, verstehe. Oh, einfach das Puzzle kaputt gemacht. What the heck? Okay, also, ich muss da drauf jumpen, dann muss ich da runter jumpen. Muss mir die Schuhe holen und dann muss ich quasi so einen Freijump machen. Das ist schon eklig. Das ist schon eklig. So. Alter. What? Okay, ich glaube, ich muss den Sprung erstmal üben, damit ich weiß, was ich ungefähr machen muss. Das ist ja ekelhaft. So, erstmal ist hier Poker. Okay. Ich muss quasi springen und dann einmal die Schnabelattacke machen. Dann müsste das so halbwegs klappen. Schwierig ist trotzdem. So. Let's go. Da liegt auch noch ein Spiel, das müssen wir uns gleich mal angucken. Bam, Alter. Du. Alles klar, das ist Nummer 3 erst. Eieiei, da fehlt noch ordentlich was, auf jeden Fall. Mhm. Aber gut, wir haben es geschafft und wir gucken mal kurz, was da noch für ein Game rumlag. Ja, kann ich gerade nicht wirklich... Combat? Steht irgendwas mit Combat? I don't know. Okay. Der Abschnitt wäre auch geschafft. So. Dann haben wir jetzt hier eine sprengbare Kiste, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Mehrere sprengbare Kisten, okay. Oh. Und Noten.
So, und dann machen wir gleich nochmal dasselbe. 1, 2, 3. Jawohl. So läuft das doch gut. Wir haben 69 Noten. Das ist so eine komische Zahl. Ich habe irgendwo eine vergessen bestimmt. Shit. Oh Gott. Oh Gott. Voll den Freiflug gemacht, ey. Okay, ich muss mich irgendwie klein machen, ne? Also irgendwie muss das hier auf jeden Fall wieder gehen. Dass man sich klein machen kann. Da haben wir goldene Federn. Da haben wir noch so einen Schädel. Und hier sind halt ganz viele Eier. Da ist auch ein Puzzleteil. Ich muss hier auf jeden Fall her. Oh Gott. Das wird alles so witzig noch werden. So, tauchen mal. Wir haben nicht mehr viele Eier, ne? Wir waren mal richtig krass mit Eiern. Mittlerweile ist das ganz schön abgespeckt hier. So, ist das klug, jetzt hier lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, schlimm war es nicht. Okay, wir haben da drüben noch eine Höhle. Da ist eine Note. Ich hab die Note gefunden, glaube ich, die ich vergessen habe. Oh, und ich habe einen Jinju gerade gehört. Irgendwo. Das sind sogar noch zwei Noten. Oh Gott, da fehlen ja wieder welche. Hallo? Alter. Das Schwimmen, ne? Ich hasse es. Ist halt überhaupt nicht meins. Haben wir jetzt mal... Jawohl, okay. Ja, wo ist denn die Pfeife? Da unten drinne bestimmt, ha? Hier. So, okay. Wir haben wieder ein paar Noten, aber jetzt haben wir wieder so eine richtig komische Anzahl. 71 ist halt irgendwie mega komisch. So. Ja, ich denke wahrscheinlich, da unten müssen wir in dieses Loch rein. Da werden wir vielleicht den Jinju bekommen. Die Frage ist, brauchen wir den jetzt schon? Weil ich weiß halt nicht, ob wir schon alle Jinjos überhaupt holen können. Das ist halt eine gute Frage. So, was ist das? Ich glaube, da kann ich hochspringen. Okay. Einmal jumpen bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Mann! Ist hier noch irgendwas, was ich nicht sehe? Okay. So, jetzt sind wir wieder bei 75. Hä? Ist das komisch. Habe ich irgendeine verpasst? Ja, da hinten. Also irgendwo, ich glaube, irgendwo habe ich 4 Noten verpasst. Das kann halt eklig werden, wenn ich die später suchen muss. So, ist denn hier unser Magier drinne? Nö. Oh, da ist schon eine Switch hier, der Gute. Der hat eine Switch. Ah ja, okay. Er chillt halt einfach, ne? Eier? Voll der Spielesender hier. Mega krass. Okay, Eier. Warum kriegen wir hier so viele Eier? Und warum... Ich soll hier bestimmt eine Stampfattacke drauf machen? Denn dann gibt es ein Puzzleteil. Sagt mir zumindest dieser Fall hier. Ne, soll hier keine... Hä? Hä? Okay, I don't know. Shoot. Okay, ich muss hier... Boah, was? Wie viele Eier brauche ich hier? Gott. So bad. Ihr hattet, glaube ich, schon geschrieben, ne? Ich brauche hier sehr viele Eier. Bad luck.
Shit. Ja, das reicht doch niemals, meine Eier. Toll. Okay, warte. Zack. Try again. Und irgendwo ist jetzt was drin wahrscheinlich, wo ich was gewinnen kann. Sehe ich das richtig? So, zack. Ach, fail. Immer 4 Eier. So. 2, 3. Hä? Verstehe ich nicht. Du. So, 1, 2. Ja, genau. 2, 3. Toll! Das gefällt mir gar nicht hier, das Game. Ich verschieße meine ganzen Eier. Ist das schlau, das zu machen? Ich weiß halt auch nicht, was ich da mache. Shoot wrong. Kriegen wir, ob wir das irgendwo mitgeteilt kriegen, wo wir drauf schießen müssen? Aber hier ja auch. Hier. Hier soll ich irgendwie Eier legen? So oder was? Verstehe ich nicht. Okay, gibt's auf jeden Fall noch einige Rätsel, die ich lösen muss, aber ich glaube, die will ich aktuell noch nicht machen. Ich will noch ein bisschen Eier sparen. Ich will erstmal gucken, dass ich vielleicht alles an Musiknoten bekomme. Das ist vielleicht erstmal besser. Und dass ich mich vielleicht erstmal verwandle, damit ich hier unten vielleicht nochmal ein bisschen rumrennen kann. Kann ich hier eigentlich auf den seine Flosse drauf? Ah, okay, ich kann auf den drauf. Da sind vielleicht auch noch... Ja, 1, 2, 3. Jetzt fehlt mir wieder eine Note. Es kann auf jeden Fall sein, dass das eine von denen, welche von denen waren, die ich eben gesucht habe. Aber es fehlt halt immer noch eine. Shit. Ja, rote Federn habe ich auch gar nicht. Brauche ich noch ein Leben? Ich brauche sogar mehrere Leben. Da sind Eier. Ah, Leute, die Musik ist so gut. Ja, rätselhaftes Level auf jeden Fall. Irgendwo fehlt mir eine Note. Ich denke mal, die ist irgendwo unter Wasser. Hätte ich jetzt gesagt. Dass die sich irgendwo unter Wasser aufhält und ich die noch nicht gefunden habe. Würde ich aber halt einfach im Nachhinein einsammeln, wenn wir einfach mal als, ich weiß nicht, in was wir uns verwandeln, dann da unten rumkriechen, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal da runter. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erst nochmal hier hoch. Und müssen mal überlegen, wie wir am besten an dem Vogel da vorbeikommen. Ja, der beim Hochklettern quasi da so genervt hat gerade. Denn da fällt mir aktuell noch nicht ein, wie wir das am besten machen. So. So, das war genau hier. Der hat uns halt voll runtergekickt. Genau. Shit. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Timing. Geil. Okay. Boah, ist das eklig. Darüber muss ich auch. Gut. Nein! Oh, Mann. Was ist das denn für eine eklige Wand, ey?
Oh nein. Geh weg. Schwimmt er mir noch hinterher? Oh Gott, Leute, das kann ja richtig eklig werden. Okay, da gibt es auf jeden Fall auch noch vier Noten. Das ist ja eine eklige Wand. Ich weiß gerade nicht, was ich schlimmer finde. Leute, erstmal schon Kaffee. Ich weiß gerade nicht, was ich schlimmer finde. Die Eisrutschpartie, ne, aus der vorletzten Folge. Oder wirklich diese Wand. Diese Wand ist ja auch sowas von eklig. Und ich verliere sehr, sehr viel Leben, wenn ich da jedes Mal getroffen werde. Wir müssen auf jeden Fall sehr aufpassen. Hat auf jeden Fall viel mit Timing zu tun hier. So, hier geht's aber auch noch irgendwo hin, oder? Oder auch nicht. Das war knapp. Jawohl, okay. Was soll mir das jetzt sagen? Wo soll ich hin? Nein, Banjo, Mann! So gut und ich wusste es einfach nicht, wo ich hin soll. Soll ich da irgendwie auf den Baumstamm drauf oder was war gerade die Intention dahinter? Habe ich gerade null verstanden. Hallo? Ich hätte gern das Ei. Dankeschön. Ja, Leute, gute Frage, ne? Was hätte ich tun sollen? Ich muss mir das, glaube ich, mal von hier unten aus angucken, was ich da machen muss. So, wir klettern ja irgendwie ganz komisch diese Wand hoch. Ich muss echt auf diesen Baum und dann in das Nest rein. Ist das eklig. Hier pfeift auch schon wieder einer. Da drin ist einer, ne? Ja. Mann, okay, es ist gar nicht so schwer, wenn man das Timing kennt. Aber eklig ist es trotzdem. Und ich wusste halt gerade gar nicht, wo ich hin soll. Das war halt irgendwie komisch und auch die Ansicht ist mal wieder richtig... beschissen, sag ich mal. Ja. Ich nenne es beim Namen, es ist beschissen. So, das ist halt... Das ist das größte Mango an Banjo, finde ich, dass man seine Kamera in solchen Momenten nicht so positionieren kann, wie ich das gerne hätte. Oh Gott. So, 1, 2, 3 und losrennen. So, zack, dann hier rüber einmal. Dann hier aus. Von hier aus kann ich auch direkt rüber. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Und losrennen. Nein! Banjo! Okay, das war ein bisschen zu früh. Oh Mann, oh. Ich brauche Leben. Und ist es bald vorbei mit mir. Okay, warte mal. Wo kriege ich denn jetzt ein bisschen Leben her? Guck mal, da... warte mal kurz. Wenn ich von hier den hier mache, geht das zufällig? War das ein Treffer für den? Ich denke schon, oder? Ist er gleich tot? Ja, sehr gut. Und ein Leben kriege ich dafür auch. Und da ist ein Puzzleteil drin. Ja, okay. Das ist schon mal ganz cool. Machen wir wenigstens das noch zum Abschluss. So, warte, ich schwimme mal ganz langsam hier hinein. Und jetzt schwimme ich da wahrscheinlich eine halbe Stunde rum und krieg nichts. Guck mal, wie eklig das ist, ey. Okay, Puzzleteil haben wir. Sehr schön. Puzzleteil Nummer 4 und ein Leben haben wir abgestaubt. Jetzt muss ich halt irgendwie sehen, dass ich da oben nochmal Fuß fasse. Ich würde aber sagen, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge, denn die ist gerade zu Ende gegangen hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Wir haben nicht allzu großen Fortschritt gemacht in dieser Folge, weil ich bin halt oft, ich habe oft auf die Fresse bekommen. Muss man einfach dazu sagen.
Zwei Puzzleteile konnten wir aber holen. Ansonsten hoffe ich mal, dass es in der nächsten Folge wieder besser sein wird, ein bisschen. Es bleibt abzuwarten. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Super Banjo-Kazooie, Jig is of Time. Tschüssi.